Hallo, hier ist Daniel für Geeks Live Luxemburg. Ich habe ein Interview mit einer Cosplayerin, Schrägstrich, Anno-Verkleiderin. Du bist die? Ashitsu Higawa Cosplay. Gut, ihr kennt sie wahrscheinlich aus anderen Videos von mir, von Mads Play, respektive vielleicht auch noch einem Con-Video von Geeks Live. Da sieht sie anders aus, ja. Eher poppiger verkleidet, als Manga-Charaktere, LOL-Charaktere und was es immer noch gibt. Hast du keine? War das Pokémon gewesen? Ja. Gut, was hat dich hierher verschlagen und was machst du hier den ganzen Tag? Die Anno ist halt die Endsicht Steampunk-Veranstaltung bei uns in der Nähe und einfach mal schauen und besuchen, also ja. Okay. Und bin halt den ganzen Tag bei Jan am Stand und helfe dem aus. Jan, der Schiffchen verkauft. Ja. Das sind Hüte. Schöne Hüte haben. Kauft bei Jan. Gell? Ja, genau. Kauft bei Jan. Jan Schäfer. Schleichwerbung. Okay, du bist dann relativ auf vielen Cons, wie man sieht. Also du bist nicht wirklich auf ein Genre fixiert. Du bist wirklich offen, was die Genre dann auch aufgeht. Wie bist du zu dem ganzen Anno-Mythos oder auf das Ganze gekommen? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ich glaube, irgendjemand, der aus Luxemburg kommt, ich weiß nicht wer, hat es mir erzählt und mir gefällt halt Steampunk. Und dann habe ich mal gedacht, gut, ist nur eine Stunde weg, fahre ich hin. Das muss ein guter Kerl gewesen sein. Kann sein, das bestätige ich jetzt nicht. Okay, man sieht dich auch manchmal in Livestreams, wo du auf Facebook machst, die relativ unterhaltsam sind, aber die sind nicht auf Hochdeutsch, die sind auf Saarländisch. Und das finde ich ehrlich gesagt, ich finde das charmant. Wo ich mir denke, ja, wieso nicht? Wie bist du auf die Idee gekommen, das auch mal so auf Saarländisch, auf deine Muttersprache zu machen? Mir fällt es halt viel, viel leichter, einfach Saarländisch zu reden, als irgendwie Hochdeutsch oder sonst irgendwas. Ist spontaner, kommt dann halt irgendwas. Ja, ist halt einfacher für mich. Okay. Man sieht dich auch öfters in Livestreams, wo du dann mit Ruffy zusammen bist, wo dir auch gemeinsam auf die Con geht und wo auch einer den anderen immer wieder neckt, gell? Wie kommt das, dass du dann öfters mit Ruffy zusammen bist? Ist das in Anführungszeichen ein Haus- und Hoffotograf oder wo du sagst, okay, der hat gute Arbeit oder der hat irgendwie Esprit oder er steckt nur wirklich seine ganze Kraft rein? Wie ist das gekommen, dass du wirklich viel mit dem zusammenarbeitest und auf Cons zusammen bist? Er hat mich halt vor 3 Jahren angeschrieben, ob ich Lust auf ein Shooting hätte und ja, seitdem sind wir beste Freunde. Also Ruffy, klar, macht ja immer Bilder von mir, aber er ist in erster Linie halt mein bester Freund. Ah, okay. Das heißt, kann man auch so Freunde gewinnen? Ja klar. Ist also in der Szene gewinnt man eigentlich durch das Hobby halt immer gemeinsame Freunde. Okay. Noch zum Schluss würde ich auch noch eine Internetseite empfehlen, die Frau wahrscheinlich auswendig noch kennt. Wie heißt deine Internetseite? So, www.ashitsuhigawa.de. Du verkaufst deine Cosplay-Kleider da. Genau, also ich räume halt jetzt im Moment auf, weil ich andere Projekte starten will und das halt auch immer viel Geld kostet und deswegen verkaufe ich halt meine alten Sachen, um die neuen halt zu finanzieren. Gut, also einfach mal vorbeischauen und diese wunderschöne Cosplayerin unterstützen. Sie gibt sich ganz viel Mühe, weil die Preise sind sogar auch ausgeklammert, was ungefähr wie viel gekostet hat, davon abgesehen. Und da ist ganz viel Arbeit und Cosplay, hast du mal sagen lassen, kostet ganz viel Geld und Zeit und Arbeit. Das stimmt. Willst du noch zum Schluss etwas sagen für die Leute? Nein. Tschüss. I'm not your fucking